Der standhafte Zinnsoldat. Es waren einmal 25 Zinnsoldaten, die waren allesamt aus demselben alten Zinnlöffel gegossen. Sie hielten das Gewehr im Arm und schauten unentwegt geradeaus. In ihrer roten und blauen Uniform glich einer dem anderen leibhaftig. Nur ein einziger war anders. Er hatte nur ein Bein. Er war nämlich als letzter gegossen worden. Und da war nicht mehr genug Zinn da. Aber er stand auf seinem einen Bein ebenso fest wie die anderen auf ihren Zweien, hielt sein Gewehr genauso und sah ebenso tapfer geradeaus. Eines Abends, als alle anderen wieder in ihre Schachtel kamen, hatte sich unser Zinnsoldat hinter ein Buch gestellt und schaute von dort aus immer nur zu der kleinen Tänzerin aus Papier hinüber. Die hob ein Bein so hoch, dass er es nicht mehr sehen konnte. Und da glaubte er, sie habe gerade nur so ein Bein wie er selbst. Er dachte, wie gut sie doch zueinander passen würden. Sie hatte ein schönes Kleid an und ein blaues, schmales Band über den Schultern, wie eine Schärpe. Und mittendrauf saß ein glänzender Stern, so groß wie ihr Gesicht. Als die Uhr 12 schlug, sprang der Deckel der Schnupftabakdose auf und ein kleiner, schwarzer Kobold schoss heraus. »Zinnsoldat«, rief er böse, »halte deine Augen im Zaum!« Doch der Zinnsoldat tat, als hörte er nicht. »Na, warte bis morgen«, drohte der Kobold. Am anderen Morgen wurde der Zinnsoldat von einem kleinen Jungen auf das Fensterbrett gestellt und war es nun der Kobold oder der Zugwind, auf einmal flog das Fenster auf und der Soldat stürzte 3 Stockwerke tief hinunter. Das war eine schreckliche Fahrt. Unten angelangt, streckte er das Bein in die Höhe und blieb mit der Helmspitze zwischen den Pflastersteinen stecken. Bald darauf gab es einen tüchtigen Platzregen. Und als der zu Ende war, kamen 2 Straßenjungen, die über die Pfützen sprangen. »Sieh mal«, rief der eine überrascht, »da liegt ein Zinnsoldat, den lassen wir jetzt segeln.« Aus einer Zeitung falteten sie ein Boot, setzten ihn vorne an den Bug und nun trieb er mit dem ablaufenden Regenwasser den Rinnstein hinunter. Mit einem Mal geriet das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da schoss plötzlich eine riesige, fette Wasserratte heraus, die anscheinend dort wohnte. »Hast du einen Pass? Zeig den Pass her«, forderte sie. Aber der Zinnsoldat schwieg und hielt sein Gewehr nur noch fester. Jetzt konnte er am Ende der Brücke schon den hellen Tag sehen, dort, wo der Rinnstein in dem großen Kanal endete. Doch kaum geriet das Boot in die kräftigen Strudel, schnurrte es 3-4 Mal herum und in Sekunden war es bis zum Rand mit Wasser gefüllt, so dass es sinken musste. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser. Das Boot sank tiefer und tiefer. Das Papier löste sich mehr und mehr auf und der Zinnsoldat stürzte plötzlich hindurch. Augenblicklich wurde der tapfere Kerl von einem großen Fisch verschluckt. In dessen Bauch war es sehr dunkel und eng. Doch der Zinnsoldat blieb standhaft und hielt auch im Liegen sein Gewehr fest im Arm. Einmal machte der Fisch besonders heftige Bewegungen. Dann lag er ganz still und plötzlich schien das Licht ganz hell. Und jemand rief,
Der Zinnsoldat. Der Fisch war geangelt worden, wurde verkauft und in die Küche getragen, wo ihm die Köchin den Bauch mit einem Messer aufschnitt. Und wie sonderbar es doch auf der Welt zugeht, der Zinnsoldat war in eben derselben Stube gelandet, in der er früher gewesen war. Auch die kleine Tänzerin stand noch dort auf einem Bein, das andere hoch in der Luft. Der Zinnsoldat hätte vor Rührung beinahe Zinn geweint, aber das schickt sich nicht für einen Soldaten. Da nahm ein kleiner Junge den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen, ohne jeden Grund eigentlich. Sicherlich war der Kobold in der Schnupftabakdose schuld daran. Der Zinnsoldat fühlte eine Hitze, die war einfach fürchterlich. Er merkte, dass er jetzt wohl schmelzen müsse. Aber noch stand er standhaft mit dem Gewehr im Arm. Da ging die Ofentür noch einmal auf. Und die Tänzerin flog ebenfalls in den Ofen zu ihm hinein, loderte kurz auf und war verschwunden. Da schmolz der standhafte Zinnsoldat zu einem Klumpen. Das Dienstmädchen, das am nächsten Tage die Asche herausnahm, fand darin ein kleines, blankes Zinnherz. Von der Tänzerin hingegen war nur noch der kleine Stern übrig. Und der war ganz schwarz gebrannt. Prinzessin auf der Erbse. Ob ihr es glaubt oder nicht, dies ist eine wirklich wahre Geschichte. Es ist schon lange her, da suchte sich ein eleganter junger Prinz eine passende Frau. Die musste natürlich eine richtige Prinzessin sein, und die waren schon damals recht schwer zu finden. Er hatte schon so manche auserwählt, aber irgendetwas stimmte dann immer nicht, so dass er sich nicht entschließen konnte, sie zu heiraten. Der Prinz war darüber ganz traurig und dachte, er werde wohl nie mehr eine Braut finden. Eines Abends hatte sich die Königsfamilie im Saal des Schlosses um den Kamin gesetzt. Da zog ein gewaltiges Unwetter auf. Es blitzte und donnerte, ein heftiger Regen stürzte herunter. Es war ganz entsetzlich. Keinen Hund hätte man vor die Tür jagen mögen. Plötzlich, alle glaubten ihren Ohren nicht trauen zu können, klopfte jemand an das Stadttor. Und nach kurzer Zeit noch einmal. Da ging der alte König aufzumachen. Draußen stand ein junges Mädchen, das sah trotz des bösen Wetters sehr schön aus. Wunderschön. Und dabei lief ihm das Wasser in Strömen von den Haaren und an den kostbaren Kleidern herunter. Es lief vorne in die kleinen Schuhe hinein und hinten an den Hacken wieder heraus. Als man sie fragte, wer sie sei und woher sie käme, sagte sie, sie sei eine richtige Prinzessin. Der junge Prinz war natürlich hocherfreut, dass ihm eine Braut sozusagen direkt ins Haus kam. Aber seine Mutter wollte dem fremden Mädchen doch nicht so ohne weiteres Glauben schenken, und sie beschloss, es zunächst auf eine Probe zu stellen. Während man der Prinzessin zu essen und zu trinken gab, bereitete die Königin ihr das Bett auf besondere Art. Sie nahm zunächst alle Matratzen heraus und legte dann eine einzelne Erbse auf den Boden der Bettstelle.
Dann nahm sie alle Matratzen, die sie finden konnte, so etwa 20. Die legte sie oben auf die Erbse. Und dann noch einmal mindestens 20 Daunenoberdecken oben auf. Und darauf sollte nun die Prinzessin die Nacht überliegen. Am anderen Morgen fragten alle gespannt, wie sie denn geschlafen habe. »Oh, schrecklich schlecht«, stöhnte die Prinzessin. »Die ganze Nacht über habe ich kein Auge zugetan. Gott weiß, was in meinem Bett gelegen hat. Aber auch nicht eine Minute lang habe ich schlafen können. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so dass ich am ganzen Körper blaue und braune Flecken bekommen habe und mich kaum noch rühren kann. Nein, so etwas Entsetzliches.« Und sie tastete über die schmerzenden Stellen. Da wussten es der Prinz und der König. Und auch die Königin war überzeugt, dass sie eine wirkliche, echte Prinzessin war. Denn nur wer von königlicher Geburt ist, kann durch 20 Matratzen und 20 Oberbetten dazu eine winzige Erbse spüren. Nur eine Prinzessin kann so empfindlich sein. Nun, endlich hatte der junge Prinz sein Glück gefunden. Er nahm das Mädchen zur Frau und sie feierten eine königliche Hochzeit, die dauerte 3 ganze Monate, glaube ich. Die bewusste Erbse aber, die der Beweis für die Echtheit der Prinzessin war, kam in das königliche Museum. Und wer die Geschichte immer noch nicht glauben will, kann sich ja selbst überzeugen. Dort wird die Erbse nämlich noch heute ausgestellt. Schließlich ist es ja eine wahre Geschichte.